بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Fasten annehmen und möge er uns erlauben, zu denjenigen zu gehören, die errettet wurden vor dem Höllenfeuer. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten, sodass wir diesen Ramadan auf beste Art und Weise nutzen. Inshallah beginne ich wie beim letzten Mal erst einmal mit einer Rezitation des Korans, weil wir sind im Monat des Koran und daher möchten wir ein bisschen Zeit verbringen mit dem Koran, wenige Minuten. Inshallah ta'ala, auf Arabisch und Deutsch, jeweils immer eine Ayah. Und inshallah danach fangen wir mit dem Vortrag an. Wer mitlesen möchte, inshallah geht es heute weiter mit einer Passage aus Surat Ali Imran. Und zwar von der Ayah 102, inshallah ta'ala, bis zur Ayah 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem vertriebenen Shaitan. بسم الله الرحمن الرحيم. Mit dem Namen Allahs, des Allgnädigen, des Allgnade Erweisenden. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O die ihr glaubt, fürchtet Allah in gebührender Furcht und sterbt ja nicht anders denn als Allah Ergebenen. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und er euch dann davor errettete, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf das ihr recht geleitet werden möget. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohlergeht.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. An dem Tag, da die einen Gesichter weiß und die anderen Gesichter schwarz sein werden, was nun diejenigen angeht, deren Gesichter schwarz sein werden, so wird zu ihnen gesagt werden: Seid ihr ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen hattet? So kostet die Strafe dafür, dass ihr wieder ungläubig geworden seid. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Was aber diejenigen angeht, deren Gesichter weiß sein werden, so werden sie sich in Allahs Erbarmen befinden. Ewig werden sie darin bleiben. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Dies sind die Zeichen Allahs, die wir der Wahrheit entsprechend verlesen. Und Allah will keine Ungerechtigkeit für die Weltenbewohner. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und zu Allah werden all die Angelegenheiten zurückgebracht. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Und wenn die Leute der Schrift glauben würden, wäre es wahrlich besser für sie. Unter ihnen gibt es Gläubige, aber die meisten von ihnen sind Frevler. Das war der erste Teil, einem Abschnitt aus dem Koran. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Gesichter erhellen lassen, yawm al-qiyamah, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen zählen, die errettet werden in diesem Monat. Wir machen nun weiter, liebe Geschwister, mit dem Thema Tadabbur, also das Nachsinnen, Gedanken anstellen, Überlegungen tätigen über den Koran, um den Koran zu genießen. Denn der Koran ist die ewige Botschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat, sodass wir unsere Herzen damit beleben. Und dass wir damit
die Glückseligkeit in diesseits und auch im Jenseits erlangen. Wir waren stehen geblieben bei dem Thema, dass diese Sura zuerst einmal eingebettet wird im Koran. Also insgesamt haben wir gesagt, sie befindet sich in der Mitte. Und wir haben gesagt, sie befindet sich zwischen den Suren Al-Isra und Maryam, weil, was auch wiederum eine Botschaft mit enthält, eben diese Mittigkeit der Religion, also das Gleichgewicht. Es wird weder übertrieben noch untertrieben, und deswegen ist Surat Al-Kahf zwischen Surat Al-Isra, welche auch Surat Bani Israel, also die Kinder Israels, genannt wird, denn es handelt sich um oder beschäftigt sich mit dem Judentum, und Surat Maryam, welches sich mit dem Christentum beschäftigt. Die Themen, die in Surat Al-Kahf besprochen werden, haben wir erwähnt, und zwar ist das die Versuchungen in unterschiedlichen Formen, die Versuchung der Religion, die Versuchung im Besitz oder die Versuchung des Besitzes, die Versuchung des Wissens und die Versuchung der Macht. Und wir haben gesagt, dass diese Sura eine besondere Sura ist, weil sie Schutz gewährt vor Ad-Dajjal. Möge Allah uns vor dem Dajjal bewahren. Wer die ersten 10 Ayat kennt, beziehungsweise die letzten 10 Ayat, der ist vor dem Dajjal in Sicherheit. Das bedeutet, wer sie versteht und wer danach lebt. Es bedeutet nicht, wenn du sie auswendig lernst, kannst du es aufnehmen mit dem Dajjal, sondern wenn du diese Ayat lernst und verstehst, wirst du dich in Acht nehmen vor dem Dajjal, wirst du flüchten vor dem Dajjal, wirst du wissen, dass er eben kein Gott sein kann, weil Allah subhanahu wa ta'ala in diesen Ayat darauf hinweist, wer tatsächlich Allah ist, subhanahu wa ta'ala. Eine weitere Besonderheit dieser Sura ist, dass sie zu den ältesten Suren gehört, also zu den Suren, die sehr früh offenbart wurden, also nennt man die auch mekkanische Suren. Und zwar gehört sie zu den ersten mekkanischen Suren. Eine Sure nennt sich mekkanisch oder wird mekkanisch genannt, wenn sie vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart wurde. Heute ist Freitag, ja, also mehrt die Segenswünsche auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam und nutzt eure Gelegenheit, dass ihr zuhört, dass ihr eben sehr oft die Segenswünsche aufsagt oder auch andere Adhkar, Sprüche des Gedenkens. Nutzt die Zeit, bewegt eure Zunge mit dem Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, denn wir sind an einem Freitag, wir sind im Ramadan. Und daher nutzt diese Zeit, auf das Allah uns reichlich belohnt. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, Surat Bani Israel, also welche Sura? Surat al-Isra. Al-Kahf, Maryam, Taha und Al-Anbiya gehören zu den ältesten Suren und zu denen, die ich als erstes gelernt habe, sagt dieser edle Sahabi radiyallahu an. Und eine weitere Besonderheit dieser Sura ist, dass sie Grund für innere Ruhe ist, für Zufriedenheit. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam erwähnte das, und zwar berichtete Al-Bara ibn Azib radiyallahu an, ein Mann las die Sura Al-Kahf, wobei im Haus ein Tier war. Ja, also der hatte ein größeres Haus und da war ein Tier und er saß und las die Sura Al-Kahf. Es begann, also das Tier begann unruhig zu werden und so bat er um Unversehrtheit. Also der hat gesagt, ja Rabb, bitte beschütze mich, ja, nicht dass das Tier ihn irgendwie verletzt. Sodann hat ihn eine Wolke umgeben. Und das erzählte er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lies
denn das war die Ruhe, die aufgrund des Korans herabgestiegen ist. Was soll das bedeuten? Das bedeutet, die Engel kamen. Immer wenn die Engel eintreten, wenn sie bei dir sind, in der Wohnung, egal wo du bist, im Auto, dann wirst du Ruhe empfinden. Und wenn es wimmelt von Shayatin, dann bist du die ganze Zeit unruhig. Hier geht's nicht gut, du bist immer so schlecht drauf und so weiter. Warum? Weil die Shayatin, die werden dir immer einflüstern, immer zu, das Leben hat sowieso keinen Sinn und das ist alles sowieso und so weiter und so fort. Aber die Engel, die werden dich beruhigen. Und so kamen diese Engel und deswegen dieses Tier war so unruhig auf einmal, weil eben diese Engel herabgestiegen sind. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte über diese Sura: Wer Suratul Kahf am Freitag rezitiert, dem wird zwischen den zwei Freitagen ein Licht verliehen. Das bedeutet also, in anderen Hadithen oder andere Gelehrte sagen, das mit dem Freitag muss nicht sein, sondern egal an welchem Tag, auf jeden Fall, wer diese Sura liest, dem wird ein Licht verliehen. Machen wir kurz Halt, weil eine Dame den Islam annehmen möchte. Hallo? Ja. Alaikum salam. Ja, bitte. Ich mache gerade auf Lautsprecher, wenn du erlaubst, ja? Ja, alles gut. Okay. So, bitteschön. Du möchtest den Islam annehmen? Ja. Okay, was warst du bis jetzt? Ich hatte keine richtige Religion. Okay, und jetzt glaubst du, dass Allah unser Schöpfer ist und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, ja? Ja. Sehr schön. Gut, dann sage ich dir das Glaubensbekenntnis Wort für Wort vor auf Arabisch. Die deutsche Bedeutung lautet: Der erste Satz, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und der zweite Satz lautet, ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Okay. Okay, dann sage ich das Wort für Wort vor. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulu. Rasulu. Allah. Allah. Herzlichen Glückwunsch. Damit bist du ohne Sünde. Du bist nun frei von jeglichen Vergehen. Möge Allah dir ein gesegnetes Leben geben. Und viel Erfolg, inshallah. Dankeschön. Bitte, bitte. Okay, dann Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, möge Allah unsere Schwester segnen. Möge Allah ihr Kraft schenken. Und möge Allah uns festigen und unsere Sünden umwandeln in gute Taten. Und wir sehen hier, wie großzügig Allah ist, subhanah, der uns überhaupt nicht braucht, aber er ist der Liebevolle, Al-Wadud, subhanahu wa ta'ala. Machen wir nun weiter. Suratul Kahf verleiht Licht. Was bedeutet das? Es verleiht Licht. Das heißt, du wirst deine Woche nutzen. Die Woche wird gesegnet sein. Das, was du tust in der Woche, wird hilfreich sein für dein Leben. Das bedeutet, du hast Licht. Du wirst zufrieden sein, auch wenn es dir schlecht geht. Es kann sein, du bist krank, es kann sein, du hast nicht genug Geld, es kann sein, du hast ein paar Probleme, aber du kannst mit diesen Schicksalsschlägen leben. Das heißt, Allah wird dir die Kraft verleihen, trotz der Probleme mit Allah zufrieden zu sein. Darum geht es, liebe Geschwister. Es geht nicht darum, dass du viel erreichst in der Dunya oder sowas, sondern es geht darum, dass du nie unzufrieden bist mit Allah. Dass du keinen Moment auch nur daran denkst, warum ich? Nein, auch ich darf geprüft werden. Ja Rabbi, wenn das dein Wille ist, der auf Weisheit beruht, ja Rabbi, dann bin ich zufrieden. Hilf mir nur dabei, standhaft zu sein.
geduldig zu sein. Das heißt, wir wünschen uns nicht die Prüfungen herbei und das Unheil, nein, sondern wir sagen, ja, Rabb, bewahre uns vor jeglichem Unheil, aber wenn du bestimmt hast, dass du mich prüfst, dann lasse mich standhaft sein. Und Suratul Kahf führt dazu eben, dass du eben diese Kraft bekommst, weil du dich mit dieser Sura beschäftigst. Und noch einmal, liebe Geschwister, allgemein, immer wenn es darum geht, wer diese Sura, wer diese Ayah liest und so weiter, das heißt nicht, wer sie einfach so drauf losliest mit der Zunge, ohne mit dem Herzen dabei zu sein, sondern das bedeutet lesen und nachvollziehen. Ja, ich kann kein Arabisch, ja, dann liest ihr die deutsche Übersetzung. Und das ist ein Rat an alle, besonders jetzt im Ramadan, wenn du zum Beispiel Tarawih betest, ja, ob daheim oder mit dem Imam, versuche vorher die Übersetzung zu lesen, dass du ungefähr weißt, worum es geht, dass du es erlebst, mitlebst, dass du nicht einfach nur etwas hörst wie einen Fremdsprachentext und du weißt gar nicht, was du damit anfangen sollst. Und das hatten wir ja gesagt, der Schutz vor dem Dajjal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Dajjal erscheint, während ich unter euch bin, dann werde ich ihn für euch zur Rede stellen. Allahu Akbar. Guck mal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, wenn der Dajjal erscheint, während ich unter euch bin, dann werde ich ihn zur Rede stellen. Wenn er aber erscheint, wobei ich nicht unter euch bin, dann muss jeder selbst ihn zur Rede stellen. Und Allah ist mein Vertreter für jeden Muslim. Wer ihm von euch begegnet, der soll den Anfang der Sura Al-Kahf über ihn lesen. Das heißt, solltest du, möge Allah uns bewahren, o Allah, lasse uns in Schutz vor dieser Versuchung, sollte der Dajjal vor deinen Augen stehen, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده und so weiter. Sofort Surat al-Kahf anfangen zu lesen. Aber das Problem ist, wer erinnert dich daran, wenn es soweit ist? Jetzt weißt du es, okay. Aber wenn es soweit ist, jeder weiß, wie man sich verhält in Notsituationen. Ja? Bitte Ruhe bewahren. Ja, zum Beispiel im Auto und so. Und, aber wenn diese Situation da gibt es keine Ruhe und das war's. Alle hysterisch und so weiter. Das heißt, nur weil du die Theorie kennst, ja, die Sicherheitsmaßnahmen, die hast du auswendig gelernt, heißt es nicht, dass du dann auch so besonnen das umsetzt, wenn das Problem eintritt. Da brauchst du die Standhaftigkeit Allahs. Die Festigung von Allah. Du musst Allah anflehen, und das hatte ich ja letztens gesagt, Rasul sallallahu alaihi wasallam hat zum Ende jedes Tashahud, von jedem Tashahud, immer Zuflucht gesucht vor dem Dajjal. Nachdem er At-Tahiyyatu lillah, Us-Salawat und so weiter, und dann die Segenswünsche auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dann, oh Allah, ich suche Zuflucht bei dir, vor dem Höllenfeuer, vor der Strafe im Grab, vor den Versuchungen und vor dem Dajjal. Jedes Gebet, und das zeigt eben, wie schlimm diese Versuchung sein wird, möge Allah uns vor dem Dajjal bewahren. Was ist der Offenbarungsgrund bzw. Offenbarungszeit dieser Sura? Ich sagte ja, das ist eine mekkanische Sura, also vor der Hijra, und da sind sich auch die Gelehrten einig. Einige sagen, es gibt vielleicht medinensische Ayat in dieser Sura, aber das spielt keine Rolle. Das heißt, es kann sein, dass eine Sura mekkanisch ist und trotzdem hat sie ein, zwei, drei Ayat, die nicht in Mekka, also nicht vor der Hijra offenbart wurden, sondern danach. Trotzdem nennen wir diese Sura als mekkanisch. Also es geht immer um die Mehrheit der Ayat, um eine Sura einzuordnen. Also ist dies eine mekkanische Sure. Was ist der Grund der Offenbarung dieser Sura? Und zwar sagt Ibn Ashur, rahimahullah, ein Tafsir-Gelehrter, den Offenbarungsanlass haben einige Tafsir-Gelehrte erwähnt, so zum Beispiel Ibn Ishaq in seinem Sira-Werk, allerdings ohne Überlieferungskette, wohingegen At-Tabari, der Tafsir-Gelehrte, eine Überlieferungskette bis Ibn Abbas erwähnte.
und so weiter und so fort. Und dann erzählte er die Geschichte. So heißt es, dass die Polytheisten, also die Muschrikun in Mekka, sich gefragt haben oder sich gestört haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer mehr Anhänger bekommt. Und die wollten unbedingt etwas, damit sie ihn bloßstellen, sodass er keine Anhänger mehr bekommt. Ja, irgendwie etwas tun, damit die Menschen nicht mehr ihn als Prophet ansehen. Also gingen sie zu den damaligen Juden, die waren ja in Medina, und die Juden hatten ja Wissen über die vergangenen Bücher. Also haben sie einige Personen, An-Nadir ibn al-Harith und Uqba ibn Abi Mu'ayt, zu den jüdischen Rabbiner geschickt, und damals hieß ja Medina Yathrib, und sie haben sie gesagt, gibt uns ein paar Fragen, die kein Mensch beantworten kann. Wir wollen so diese K.O.-Fragen, ja, also irgendwelche Fragen, die dieser Mensch Muhammad sallallahu alaihi wasallam unmöglich beantworten kann. Und da haben sie ihnen gesagt, fragt ihn über Burschen, die in den früheren Generationen geflüchtet sind. Was ist ihnen passiert? Und fragt ihn über einen Mann, der sehr oft umhergereist ist und die östlichen und westlichen Gegenden des Landes erreicht hat, und fragt ihn auch über den Geist, was es ist. Also drei Fragen. Diese Jungen und dann ein König und der Geist, Ar-Ruh auf Arabisch, Geist im Sinne von Seele, also Ar-Ruh. Dann gingen sie zurück, haben sich gefreut, ja, jetzt zeigen wir es diesen Muslimen, ja, jetzt machen wir, stellen wir den bloß, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sie kehrten dann zurück und gingen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam mit diesen drei Fragen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich werde euch eure Fragen morgen beantworten. Das heißt, er hat auf die Offenbarung gewartet. Weil Rasul sallallahu alaihi wasallam redet nicht einfach drauf los, sondern entweder er hat die Offenbarung von Allah oder er bleibt still. Also sagte er, ich werde euch eure Fragen morgen beantworten. Aber er sagte was nicht? Er hat nicht Insha'Allah gesagt. Er hat nicht gesagt, so Allah will oder wenn Allah erlaubt. Und so verblieb der Gesandte Allahs alaihi salatu wasallam mehrere Tage ohne Offenbarung, sodass die Mekkaner was gesagt haben? Schaut, der hat keine Antwort. Seht ihr? Der hat doch kein Wissen. Von wegen, er bekommt Offenbarung. Würde er Offenbarung bekommen, dann hätte er doch die Antwort parat. Und das war natürlich eine gewaltige Prüfung für die Menschen. Und daraufhin kam Jibril mit Surat Al-Kahf, in der eben ausführlich diese Punkte erwähnt wurde. Die Burschen, das sind wer? Ja? Die Siebenschläfer. Ja, also Qissa von dieser Höhle. Dieser König, der verreist ist, ist wer? Über den sie gefragt haben? Ja? Dhul-Qarnayn. Und wo steht in Surat al-Kahf etwas über den Geist? Gar nicht. Sondern wo steht das? Das steht in Surat al-Isra. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Und sie fragen dich über den Geist. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Das ist eine Angelegenheit Allahs. Das heißt, das weiß nur Allah. Das bedeutet, alle Fragen wurden beantwortet. الرُّوح, kein Mensch hat darüber Wissen. Und das wissen die Juden, dass es so ist. Also die wussten, dass das eben die richtige Antwort ist. Und sie wussten auch, dass die Antworten richtig waren bezüglich der Siebenschläfer und Dhul-Qarnayn. Und haben die Mekkaner dann den Islam angenommen? Nein. Deswegen, liebe Geschwister, es geht nie nur darum, dass du Informationen hast. Die meisten Informationen über Allah, über das Paradies, über die Hölle hat Iblis. Er kennt Allah wie kein anderer und er kennt die Hölle und er kennt das Paradies wie kein anderer.
Und bringt es ihm was, dieses Wissen? Nein. Und deswegen liest du in Surat al-Fatiha jeden Tag mehrmals: Leite uns recht zum geraden Weg, dem Weg derer, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derer, denen du zürnst oder denen gezürnt wird. Die Ulama haben gesagt, wer sind diese Leute, die den Zorn Allahs erlangt haben? Es sind diejenigen, die Wissen haben, aber nicht gemäß dem Wissen handeln. Das heißt, immer wenn du weißt, das ist so richtig, aber du handelst nicht danach, gehörst du zu dieser Sorte, möge Allah uns vergeben. Also die Mekkaner haben trotzdem nicht an diese Geschichte, an diese Sache geglaubt. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt dazu, die Tafsir-Gelehrten sind sich einig, dass die Mekkaner den Propheten sallallahu alaihi wasallam über den Geist, die Höhlenbewohner und Dhul-Qarnayn gefragt haben. So sagte er: Ich berichte euch morgen darüber, wobei er nicht gesagt hat, so Allah will. Daraufhin blieb die Offenbarung mehrere Tage aus und danach wurde diese Ayah offenbart, also in Surat al-Kahf, und sag ja nur nicht von einer Sache, ich werde dies morgen tun, außer wenn Allah will. Das werden wir inshallah noch sehen, wenn Allah es erlaubt. Das ist also der Offenbarungsanlass dieser Sura, dass wir verstehen, welchen Grund diese Sura hat. Kommen wir nun zum Beginn dieser Sura. Und zwar beginnt die erste Ayah mit der Aussage Allahs: Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alles Lob gehört Allah, der auf seinen Diener das Buch Allahs als Offenbarung herabgesandt hat, wobei er darin nichts Abweichendes legte. Tadabbur, liebe Geschwister, bedeutet, wir werden diese Ayah genießen. Das heißt, wir werden uns Zeit nehmen. Es geht nicht darum, wie weit wir kommen, sondern es geht darum, dass wir den Moment genießen. Den Moment mit den Worten Allahs subhanahu wa ta'ala. Und daher möge Allah uns die Zeit segnen. Aber wir fangen einfach mal an. Und wie einer der Salaf sagte: Der Gastgeber mag es, wenn man sein Festessen genießt. Das Festessen Allahs ist der Koran. Das heißt, genieße den Koran. Das ist die Einladung Allahs. Ernähre dich vom Koran. Nimm also tanke diesen Iman auf durch den Koran. Fangen wir an mit dem Beginn. Wir hatten gesagt letztes Mal, wir erkennen im Koran eine Regelmäßigkeit bei jedem Viertel des Korans. Also wenn wir den Koran aufteilen in vier Viertel, dann sehen wir, der Beginn beginnt mit den einzelnen Buchstaben wie Alif, Lam, Mim, und es endet immer mit dem Lob. Das hatte ich letztens erwähnt. Und deswegen fängt hier auch die Sura an mit Alhamdulillah. So, was heißt das Lob? Das Lob ist die Aufzählung der Eigenschaften der Vollkommenheit. Also wenn du Allah lobst, bedeutet das, du sagst, ja Rabb, du besitzt Eigenschaften der Vollkommenheit, die vollkommenste Form der Vollkommenheit. Das heißt, das bedeutet loben. Im Gegensatz zum Preisen, was wir letztens erwähnt haben, Preisen bedeutet die Freisprechung von Mängeln. Ich preise Allah, das bedeutet, ja Rabbi, du schläfst nicht, du vergisst nicht, du bist nicht unsinnig, du bist nicht unweise, also du machst nichts unsinnig und so weiter. Also du sprichst ihn frei von allen Mängeln. Und hier beginnt es mit dem Lob. Alhamdulillah. So wie bei Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bei Surat al-Fatiha lobst du Allah für was?
Warum lobst du Allah? Ja? Dass die Stärken, die von dir sind, dass von Allah kommt, die positiven Eigenschaften. Genau, dass Allah Azza wa Jalla derjenige ist, der dir diese Eigenschaften, die positiven Eigenschaften gegeben hat. Weiter. Was ist, worum geht es in der ersten Ayah von Surat al-Fatiha? Das ist dann die nächste Ayah, aber in der ersten Ayah. Du sagst Alhamdulillahi. Warum Alhamdulillah? Rabbil Alamin. Also das Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, bedeutet, weil er Herr der Welten ist. Also wenn du sagst Alhamdulillahi Rabbil Alamin, das Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, das bedeutet, du sagst, ja Rabbi, das Lob gebührt dir, weil du der Herr der Welten bist. Ja, und was heißt das, Allah ist Herr der Welten? Was soll denn das bedeuten? Also ist er der Schöpfer, der Lenker, der Versorger, der Verwalter, der Besitzer, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du sagst, ja Rabbi, ich lobe dich. Warum? Weil du diese Welt erschaffen hast, weil du diese Welt versorgst, weil du alles weise erschaffen hast und so weiter. Das ist Rabb. Rabb, der Herr, ist der Schöpfer, Besitzer und Verwalter, subhanahu wa ta'ala. So in dieser Ayah sagst du, Alhamdulillah, warum? Alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Also das Lob gebührt Allah. Warum? Der auf seinen Diener das Buch als Offenbarung herabgesandt hat. Also erwähnst du hier Alhamd. Warum? Für die Rechtleitung. Du lobst Allah. Alhamdulillah, ja Rabb, dass es den Koran gibt. Damit du eine Gabe genießt, was musst du dir da vorstellen? Egal welche Gabe es ist. Du willst genießen, dass du sehen kannst oder hören kannst. Was musst du dann dir vorstellen? Ja? Dass man die Gabe nicht hat. Du willst wissen, wie schön es ist zu sehen, mach die Augen zu und versuch mal so zu leben. Du willst wissen, wie schön es ist, schlafen zu können, versuch mal 4 Tage nicht zu schlafen. Wenn du wissen willst, wie großartig eine Gabe ist, stelle dir vor, wie es wäre, dein Leben ohne diese Gabe. Deswegen sollen wir ja uns immer das betrachten, wenn andere geprüft werden, dass wir sagen, Alhamdulillah, dass Allah uns damit nicht geprüft hat. So stell dir mal vor, du könntest nicht den Koran verstehen. Weder auf Deutsch noch auf Arabisch noch eben. Du hättest nie was vom Koran gehört. Wie würdest du leben? Stell dir mal vor, du weißt nicht, was der Koran ist. Wie würdest du da leben? Wie willst du wissen, was gut ist und was schlecht ist? Wie willst du wissen, wie du ins Paradies gelangst? Also musst du merken, wie großartig diese Gunst Allahs ist, dass du überhaupt den Koran mitbekommen darfst. Dass du ihn lesen darfst, dass du ihn verstehen darfst, dass es Übersetzungen gibt, auch wenn du kein Arabisch kannst, dass Allah dir das erlaubt hat. Stell dir mal vor, es gibt keine Übersetzung auf Deutsch. Wie willst du den Koran verstehen? Wie willst du ihn genießen? Wie willst du wissen, wer Allah ist? Also wenn du diese Ayah liest, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab, dann musst du, das muss aus deinem Herzen rauskommen. Alhamdulillah, ja Rabb. Wie kommt es aus dem Herzen raus? Stell dir vor, du könntest den Koran nicht lesen, nicht verstehen, nicht nachsinnen. Das ist also ein Grund, warum Allah gelobt wird. Und Allah erwähnt im Koran noch mehrere Gründe, warum er gelobt wird. Und zwar zu Beginn der Suren. Surat al-Fatiha haben wir erwähnt. Aufgrund der Tatsache, dass er der Schöpfer ist, wird er gelobt. Suratul Kahf, aufgrund der Tatsache, dass er den Koran offenbart hat. Dann gibt es in Surat Ali Imran, sie beginnt auch mit dem Lob. Allah Azza wa Jal sagt, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Allah, alles Lob gehört Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen und die Finsternisse und das Licht gemacht hat.
Dennoch setzen diejenigen, die ungläubig sind, ihrem Herrn andere gleich. Du lobst Allah für die Himmel und die Erde und für das Licht und für die Finsternisse. Dann überlegst du, wie wichtig ist es, dass du Tag hast? Wie wichtig ist es, dass du Nacht hast? Wie wichtig ist es, dass du auf der Erde sicher leben kannst, sodass eben die Gesetzmäßigkeiten, die Allah festgelegt hat, vorhanden sind? Der Koran, liebe Geschwister, mahnt uns immer auf, dass wir Überlegungen anstellen über die Schöpfung, dass wir verstehen, wie weise Allah ist, wie gütig Allah ist, aufgrund der Tatsache, dass wir uns die Schöpfung anschauen. In Surat Saba sagt Allah Azza wa Jal, und die Sura beginnt so: Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Alles Lob gehört Allah, dem gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und alles Lob gehört ihm im Jenseits. Er ist der Allweise und Allkundige. Also du lobst Allah, dass er Besitzer ist von allem. Es gibt nichts, was nicht zum Besitz Allahs gehört, subhanahu wa ta'ala, auch im Jenseits, nicht nur im Diesseits. Und deswegen ist er der Herrscher am Tag der Auferstehung. Maliki Yawmiddin. Surat Fatir wird auch mit dieser Lobpreisung begonnen. Allah sagt: Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Ja'ilil il malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Alles Lob gehört Allah, dem Erschaffer der Himmel und der Erde, der die Engel zu Gesandten gemacht hat, mit Flügeln, je zwei, drei und vier. Er fügt der Schöpfung hinzu, was er will. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Hier erwähnt Allah einer seiner Geschöpfe, und zwar die Engel. Wie prachtvoll die Schöpfung Allahs ist. Wie herrlich Allah ist. Diese Engel haben unterschiedliche Flügel. Einige haben zwei, die anderen drei, die anderen vier. Jibril hat wie viele? 600 Flügel. Wenn er damit flattert, fallen die Juwelen heraus. Wie edel und wie schön ist Jibril. Möge Allah uns erlauben, Jibril im Paradies zu sehen. Dafür wird Allah gelobt. Für seine Schönheit, Subhanah, und für die Schönheit seiner Schöpfung, Jalla Jalalu. Das heißt, in Surat Al-Kahf wird Allah gelobt für die Herabsendung des Korans. Und da muss der Mensch verstehen, dass eben diese Gunst gewaltig ist, dass du die Rechtleitung erhalten hast. Wäre man nicht rechtgeleitet, möge Allah uns bewahren, dann wäre das Ende im Höllenfeuer. Möge Allah uns vor dem Höllenfeuer bewahren. Allah sagt: Alhamdulillahi alladhi anzala. Also das Lob gehört Allah, der als Offenbarung herabgesandt hat. Das Buch oder die Schrift. Ja, im Deutschen wird die Reihenfolge anders, der die Schrift herabgesandt hat. Aber bleiben wir mal in der koranischen Reihenfolge. Alhamdulillahi, das Lob gebührt Allah. Alhamdu, das Lob. Lillahi, für Allah. Also das Lob gebührt Allah. Alladhi, derjenige, der Anzala, herabgesandt hat. Hier besprechen die Gelehrten und sagen, warum sagt Allah Anzala?
Und an anderen Stellen spricht Allah von Nazzala. Also im Koran, herabsteigen, hinunterkommen. Einmal sagt Allah Anzala, also manchmal meine ich, sagt Allah Anzala und manchmal Nazzala. Was ist der Unterschied? Die Gelehrten, liebe Geschwister, lassen nichts offen. Also die sagen sich, hey, komm, les weiter. Nee. Wir wollen ja verstehen, was Allah sagt. Es geht ja nicht darum, Hauptsache ich lese. Aber wenn du dir das vorstellst, wenn du jedes einzelne Wort nachvollziehen möchtest, dann brauchst du Jahre. Deswegen hat Umar, und nicht nur er, auch andere Sahabe, haben so viele Jahre gebraucht für Surat al-Baqarah. Weil Surat al-Baqarah, da steht die gesamte Religion drin. Surat al-Baqarah, da steht alles drin, was du brauchst. Alle Grundlagen, natürlich nicht jedes Detail, aber alle Grundlagen stehen in Surat al-Baqarah. Es ist eine gewaltige Sura, eine hochinteressante Sura, aber wir befassen uns jetzt erstmal mit Surat al-Kahf. Surat al-Baqarah, möge Allah uns erlauben, das ist ein Lebenswerk, wenn man sich beschäftigen möchte mit Surat al-Baqarah. So, warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala, anzala, und nicht Nazzala? Nun, die Gelehrten sagen, Anzala bedeutet auf einmal heruntergesandt oder heruntergebracht. Zusammen, also komplette Herabsendung. Nazzala bedeutet in Phasen. Also wenn Allah Azza wa Jal von Nazzala spricht, dann will er damit was sagen? Es geht um etwas, das stetig, allmählich, Schritt für Schritt herabgesandt wurde. Anzala, auf einmal. Aber der Koran, ist der jetzt auf einmal oder stetig und Schritt für Schritt herabgesandt worden? Ja? Also aufgeteilt auf 23 Jahren. Auf 23 Jahren. Genau, das heißt, jedes Mal wurde ein Teil des Korans offenbart, und zwar innerhalb von einer Zeitspanne von 23 Jahren. Aber warum sagt dann Allah, Alhamdulillah, alladhi anzala? Anzala, haben wir was gesagt, bedeutet auf einmal. Wenn der Koran in 23 Jahren offenbart wurde, warum sagt Allah nicht, Alhamdulillah, alladhi nazzala ala abdihi al-kitab? Ja? Genau, barakallahu fikum. Der Koran wurde auf zwei Arten herabgesandt. Einmal komplett und einmal teilweise, in Schritten, in Phasen. Wann wurde er komplett offenbart, herabgesandt? Wann war das? Ja? Laylatul Qadr. Was sagt denn Allah Azza wa Jal? Inna anzalnahu fi laylatil qadr oder inna nazzalnahu fi laylatil qadr? Wie heißt das nochmal? Anzalnahu heißt was? Auf einmal. In laylatil qadr hat es nicht stattgefunden schrittweise. Die Herabsendung des Korans in laylatil qadr war nicht schrittweise, sondern komplett. Also ich meine schrittweise, nicht teilweise eine Sura und dann später die andere, sondern komplett der gesamte Koran wurde in Laylatul Qadr offenbart. Und deswegen sagt Allah, inna anzalnahu fi Laylatul Qadr und nicht nazzalnahu. Von wo nach wo? Von der wohlbewahrten Tafel. Das ist jene Tafel, in der alles geschrieben ist, was sein wird bis Yawm al-Qiyamah. Alles, was Allah vorher bestimmt hat. An Menschen und Tieren und Planeten und alles, was es gibt, inklusive Koran. So, und dann wurde der Koran von dieser bewahrten Tafel genommen und herabgesandt zum Himmel der Erde, und zwar in einem Haus, welches? Beitul Izzah, das Haus der Ehre. Beitul Izzah. Und wurde dort bewahrt und von dort aus hat Jibril alayhi salam den Koran teilweise, stückweise dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam offenbart. Also wenn hier Allah spricht von Alhamdulillahi alladhi anzala, dann wissen wir, warum er das sagt.
Also komplett, das ist eine Gabe. Das schon ist eine Gabe. Dass er dann den Koran weiter in Teilen offenbarte, das ist dann die nächste Gabe, Allah subhanahu wa ta'ala. Also verstehen wir von diesem Wort Anzala diese gewaltige Bedeutung und der Unterschied zu dem Wort Nazzala im Koran. Nun, Allah oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns berichtet, wie das geschieht. Was da passiert, wenn Allah den Koran offenbart. Dieser Hadith gehört zu den gewaltigen Ahadith, die das Herz eines Menschen tatsächlich berühren. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Allah die Offenbarung ausspricht, Subhanah, hören die Leute des untersten Himmels eine Stimme, also die Engel, wie das Geräusch einer Eisenkette auf einem glatten Stein. Daraufhin fallen sie bewusstlos nieder. Allahu Akbar. Wenn Allah spricht, fallen die Engel bewusstlos nieder. Diese gewaltigen Geschöpfe. Wenn du den Koran liest, sagst du nicht einfach so, ja, das Koran und das war's. Oder viele, für die ist das wie ein Musikclip. Das sind die Worte Allahs. Das ist kein Songtext. Das sind die Worte Allahs. Dann brauchen wir ein bisschen mehr Ehrfurcht, ein bisschen mehr Respekt. Aber wenn ich nicht weiß, dass die Engel so viel Ehrfurcht haben, dann kann ich auch selbst keine Ehrfurcht empfinden. Daraufhin fallen sie bewusstlos nieder. Wenn Jibril zu ihnen kommt, wird der Schreck aus ihren Herzen genommen. So fragen sie ihn, also Jibril, was hat unser Herr gesagt? Er antwortet ihnen, er sagt die Wahrheit. Daraufhin sagen die Engel, die Wahrheit, die Wahrheit. Also sie wiederholen es. So viel Respekt haben die Engel vor Allah, vor den Worten Allahs. Wie viel Respekt hast du, wenn der Koran läuft? Wenn da hörst du dann zu oder ist es egal, als ob da irgendein Musikclip läuft? Respekt vor dem Koran. Das heißt, wenn du diese Aya liest, Alhamdulillahi alladhi anzala, dann musst du das bedenken. Anzala, was soll das heißen? Das heißt, Allah hat gesprochen. Allah subhanahu wa ta'ala hat zu Jibril gesprochen. Die Engel haben das gehört. Und das ist ein Beleg, liebe Geschwister, dieser Hadith, dass tatsächlich Allah spricht, wie die Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist. Also sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Ala abdihi al-kitab. Also auf seinen Diener das Buch. Also das ist die Reihenfolge in dieser Aya. Wer ist denn mit Diener gemeint? Unser Prophet Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber warum nennt Allah ihn nicht beim Namen? Warum anzala ala abdihi, seinem Diener, und nicht ala Muhammad? Warum? Was denn? Ja? Barakallahu fik. Das ist nicht nur ein Name, das ist ein Abzeichen. Das ist ein Abzeichen. Stell dir mal vor, im Militär oder in anderen, oder zum Beispiel in der Medizin, ob du Assistenzarzt bist oder Chefarzt. Also dieser Titel Chefarzt, gibt es irgendwas noch größer? Al-Muhim. Oder auch, wie gesagt, im Militär oder im Kampfsport. Ja? Du hast den höchsten Titel. Dein höchster Titel, den du bekommen kannst, ist was? Diener Allahs. Das ist viel gewaltiger als dein Name, als irgendwelche andere Abzeichen, die du bekommst. Diener Allahs, das ist eine Ehre.
Stell dir mal vor, du darfst bei einem Riesenkönig arbeiten. Oder in einer, von mir aus in einer besonderen Firma. Ja? Die Leute sagen, oh, hör mal zu, ich arbeite bei, von mir aus Audi, oh, ich arbeite bei Porsche, uiuiui, der arbeitet da bei so einer Riesenfirma. Du bist ein Diener Allahs. Weißt du, wer Allah ist? Du darfst Allah anbeten. Das muss so eine Ehre sein für dich. Du musst es so empfinden. Wie gesagt, die Menschen, wenn, stell dir mal vor, du hast dich beworben und dann hiermit sagen wir ihnen, beglückwünschen wir sie dafür, dass sie bei, was weiß ich, Allahu A'lam wer, arbeiten dürfen. Du bist jetzt ein neuer Mensch, ne? Du bist jetzt Mr. Wichtig. Ja? Warum? Weil du arbeitest ja bei hier, ja. Aber warum empfindest du diese Ehre nicht, wenn du Abdullah bist, Diener Allahs? Wenn du wüsstest, wie gewaltig und wie herrlich Allah ist, dann wüsstest du, was es bedeutet, dass du ein Diener Allahs bist. Dass Allah dir erlaubt hat, an ihn zu glauben. Dass Allah dir erlaubt hat, heute zu fasten. Es gibt 7 Milliarden oder mehr Menschen. Und seit Adam bis Yawm al-Qiyam, Allahu A'lam, wie viele Trillionen, Quillionen, Allahu A'lam, was für eine Zahl das ist. Wer bist du, dass du Muslim sein darfst? In 100 Jahren kennt dich kein Mensch. In 100 Jahren wird kein Mensch über dich reden. Vielleicht hast du was erfunden. Ja? Und selbst wenn du den Nobelpreis bekommen hast, in 1000 Jahren interessiert sich auch kein Mensch mehr für dich. Egal, was du gemacht hast. Außer du warst ein Diener Allahs. Guck mal, der Rasul, sallallahu alaihi wasallam, 1400 Jahre, der meist erwähnte Mensch aller Zeiten. Es gibt niemanden, dessen Namen so erwähnt wird wie Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Abgesehen von uns, ja, wir sagen, guck mal, der Rasul, sallallahu alaihi wasallam, sagt, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sagt, hast du die Sunna von Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, befolgt? Abgesehen von uns Menschen, die wir reden. Al-Adhan, es reicht nur Al-Adhan. Wie viel Adhan wird gemacht auf der Erde? Am laufenden Band. Kein Name wird so erwähnt wie Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allah lässt den Namen leben. Und deswegen die Gelehrten, die großen Gelehrten, deren Namen wir immer noch erwähnen. Warum hat Allah das zugelassen? Weil sie Allah gedient haben. Du bist Abdullah, ein Diener Allahs. Du hast dich entschieden, ein Diener zu sein. Du hast dich entschieden, dich Allah zu unterwerfen. Das ist eine Ehre. Alhamdulillah, ya Rabbi. Möge Allah uns diese Ehre nie wegnehmen. Das heißt, Allah beschreibt den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit dem besten Namen überhaupt. Eben mit der Eigenschaft des Dieners. Aber Allah subhanahu wa ta'ala beschrieb den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder bezeichnete ihn auch bei seinem Namen. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagte zum Beispiel Muhammadun Rasulullah. Muhammad alaihi salatu wasallam ist der Gesandte Allahs. Das ist eine Aya, Surat al-Fath. Sura 48, Ayah 29. Das heißt, er hat ihn auch beim Namen erwähnt. Und es gibt noch weitere Bezeichnungen. Er hat ihn als Nabi bezeichnet. Ya ayyuhan Nabi, o du Prophet. Oder auch Ar-Rasul. Ya ayyuhan Rasul, o du Gesandter. Und zwei andere Namen, wer kennt sie? Bezeichnungen, wie Allah den Propheten bezeichnet hat. Muzammil und Mudathir. Zwei Suren. Surat al-Muzammil, Surat al-Mudathir. O du Eingehüllter, also Muzammil. O du Zugedeckter, Mudathir. Was bedeutet das, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Jibril das erste Mal gesehen hat und dann zu seiner Frau Khadija radiallahu anha gegangen ist, hatte er ja Angst und hat gesagt, deckt mich zu, ja, beziehungsweise hüllt mich ein. Semmiluni oder Dathiruni. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn
so bezeichnet. Aber warum erwähnt Allah eben diese Bezeichnung ala abdihi, also als Ehrung des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Und daher gehört zu den besten Namen und schönsten Namen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Abdullah und Abdurrahman. Das sind die schönsten Namen, die man vergeben kann. Dann machen wir hier inshallah Ende, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, um inshallah ta'ala das nächste Mal weiterzumachen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, von diesem Koran zu profitieren. Möge Allah azza wa jalla uns zu den Leuten des Korans machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Koran zu unseren Begleitern in diesseits und in dem Grabe und im Jenseits machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erlauben, am Tag der Auferstehung mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vereint zu sein. Bitte achtet darauf, die letzte Stunde des Freitags, insbesondere jetzt am Fasten, dass ihr Bittgebete aufsagt. Bittet für euch, bittet für eure Eltern, für die Verstorbenen, für eure Verwandten. Nimmt diese Zeit vor Maghrib, um reichlich Bittgebete aufzusagen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala all unsere Bittgebete annehmen. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين